Hab den BMW Frontal, da steht hier was. Ja, ist auch der zweite Frontaltreffer vom Porsche, hat er auch schon mal einbekommen. Und mit dem Mazda, der driftet hier nur rum. Das sollte eigentlich ein easy Snack sein. Ich drück den BMW links rein. Also ihr setzt vermehrt am BMW dran, das heißt der Subaru Zweitverfolgung und BMW Hauptverfolgung. So, jetzt, ich versuche links, 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 da ist eine Kante perfekt eingeparkt. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 5 Multiplayer-Ausgabe. Es ist wieder Zeit für ein ganz normales Cops vs. Racer. Mit dabei heute haben wir Andy, Acid Burn, Blue Kaskade, Lukas370Z, Murmel, Max Jagers, Bad Boy, Drift Panda und zum ersten Mal Cheatless. Grüßt euch. Hallo. Hallo. Moin, moin. Servus. Ja, und da es beim normalen Cops vs. Racer nicht viel zu erklären gibt, würde ich sagen, schwenken wir direkt rüber zu den Racer-Fahrzeugen der ersten Runde und beginnen mit dem zweithässlichsten Fahrzeug davon. Ja, diesen super wunderschön elegant aussehenden und auch sportlich dreinblickenden Lotus 340Z fährt Bad Boy. Ich weiß gar nicht, was daran hässlich sein soll. Moment mal, falscher Name. Bei Z werde ich hellhörig. Liegt auch im Auge des Betrachters. 340R, ja, Drift Panda sitzt im Subaru BRZ. Max Jager im Ford SVT Cobra R. Asset Burn sitzt im 2021er M3 Competition. Lukas370Z hat sich auf Blacklist Nummer 10 hochgearbeitet und sich diesen Porsche dort geholt. Ja, der ist richtig heiß, muss ich sagen. Gut, okay, dann würde ich sagen, stehen die Racer-Fahrzeuge der ersten Runde und wir legen los. So, und damit geht's auch los. Hier wird einem gleich zum Start die Vorfahrt genommen. Das geht ja gar nicht. Fängt ja gut an die Runde. Ja, Teamkollegen Ramm macht auch Spaß. Also René, wenn ich dich sehe, ich halte voll drauf. Okay, gleichfalls. Ja. Du bist halt klein und süß. Das Auto ist so leicht, das merkst du gar nicht, wenn du das an. Naja, passt eigentlich gar nicht zu wie dir. Wie so eine Laterne. Also, der Rekord wären 16 Festnahmen. Ich wäre euch sehr verbunden, wenn sie ihn nicht knacken. Nee, dafür werde ich sorgen. Hast du nicht gesagt, du hast das Gefühl, dass du heute 3-4 Mal festgenommen wirst? Deswegen heißt ja nicht, dass ihr auch alle 3-4 Mal festgenommen werden. So langsam Schaden anmachen. Genau so habe ich das nämlich auch interpretiert. Ja, Schaden anmachen. Und 5, 4, 3, 2, 1. Viel Spaß. Ja gut, aber wenn wir alle 4-mal festgenommen werden, ist ja irgendwie auch ein Erfolg für uns, oder? Ja, es war gerade immer im Kopf, dass ich auf meine Straßenseite zurück muss. Ja, wir sind beide auf der falschen gefahren, wir haben beide einen Fehler gemacht, ich weiß. Ja, fast, ne? Minus und Minus ergibt Plus, oder? Wart ihr gerade beide... Ah ne, ihr seid nicht entgegengekommen. Ja, das war gerade... Ja, vor allem, du hältst noch komplett auf mich drauf. Nee, ich hab schon gebremst. Ich war dabei auch noch am Runterschalten. Ich denke mir schon, ach du Scheiße, das wird nichts mehr. Und ruhig, wenn ihr verfolgt werdet, Ansagen machen wie als den ersten Kopf jetzt am Hohen Randstein. Fahr jetzt aber Richtung Hauptstraße, bin jetzt an der Universität, fahr hoch Richtung parallel nördlichste. Fahr jetzt auch auf parallel nördlichste Westen. Vorne mehr drin bleibt, ist. Ich weiß ja, ich guck mal, ob er noch an mir dran ist. Ich sehe jetzt aktuell nichts. Aber es ist Andi, war. Er hat aufs Kennzeichen geguckt, wahrscheinlich. Nee, ich habe nicht gesagt einer. Achso. Also ich bin jetzt am nördlichsten Punkt und ich habe, glaube ich, nichts mehr hinter mir. Hab ein wildes Bad Boy vorbeifahren sehen auf der Schwerstraße Richtung Norden. Hab ein wildes Camaro auf der Hauptstraße Richtung Sperrstraße. Fahr dann weiter Richtung Bahnhof, dürfte das sein. Ich zieh einmal durch. Drehst durch? Ich zieh einmal durch. Oh mein Gott, was ist denn hier ein NPC? R30 Motor, cool. Und nicht einmal mein Kopf hat mich berührt. Egal, Kopf verfolgt mich nicht mal mehr. Wie geil ist das denn? Glückwunsch, ihr habt jetzt 2 Minuten überlebt. Herzlichen Glückwunsch. Wenn, ich würde runter Richtung Park fahren, aber ich sehe nichts mehr an mir dran. Also mir kam gerade ein Kopf entgegen. Ich bin jetzt Treppenplatz-Eskalation, aber... Ich habe einen Impala hinter mir.
Und zwar auf Eskalation Richtung Westen. Oh Gott! Wir sind alles an dir dran. Okay. Aber die haben sich gegenseitig abgecrashed. Parallel nördlichste Richtung Osten. Tab 2. So ein kleines, wendiges Auto, das passt doch gut in so eine kleine, enge, winklige Gasse. Ich würde doch nicht sagen, dass du in der Winkelgasse bist. Da will ich hin. Mal gucken, ob sie mich hinlassen. Die schieben mich ja einfach durch. Na ja, gut. Ich wiege auch nur etwas, so 680 Kilo oder so. Also. Vermutung, dass René dort stirbt, ist ja hoch. Eskalation Richtung Westen gerade unterwegs. Ja, doch nicht. Das ist ja irgendwo ein BMW. Bad Boy We Trust. Ja, okay, ja, das bin ich schön gedive-bombt. Ich hatte eigentlich einen Kopf hinter mir. Oh ja, ich habe. Ja, okay. Also lassen wir mal zählen. Parallel zum Treppenplatz festgenommen. Dazu bin ich auch noch parallel. Muss aber langsam machen, ey. 22% Reifen, ey. Was ist denn hier los? Weil ich glaube, ich wende mal wieder, Chris. Ich habe irgendwie die Befürchtung nach der Festnahme. Junge, ist das dein Ernst? Ich glaube, Stadion ist nicht so schlimm. Ich sag gar nichts. Mustang-Fahrer, ist das echt dein Ernst, dass du da die Kurve so reinbrennst in Gegenverkehr rein und deinen Teammates abräumst? Das ist wahnsinnig kompetent. Ich fahre jetzt wieder in den Untergrund. Wenn ich jetzt hier wieder einen Kopf treffe, dann habe ich es heute aber auch. Dann fahre ich, glaube ich, nicht mehr in den Untergrund. Aber wir haben doch gesagt, das obligatorische U ist nicht dabei, ne? Ja, ich fahre nur U-Hörnchen, Gott sei Dank. Ja, aber dann müssen die Cops ja das obligatorische U auch nicht fahren und da rauskommen, oder? Die können da von mir aus, oder die Cops dürfen rumfahren, wo sie wollen. Von mir aus können die auch in Mulleré rumfahren, ist mir ziemlich egal. Die können uns auch an den Strand fahren. Die können mir recht sein. Ja, die können auch bei Playa Tranquila sein, das ist mir... Wo ist denn Playa Tranquila, was? Irgendwo im... warte... West... Osten, Westen. Haarnadel. Imaro, ja. Impala. Richtung Park oder hoch? Runter Richtung Park. Dann gucke ich mir doch nochmal das U-Hörnchen an. Das war, glaube ich, sehr, sehr schön, das U-Hörnchen. Schönes Hörnchen. Untergrund Camaro. Gucken, ob ich nochmal wegkomme. Mit dem Motorschaden wird das nichts mehr, glaube ich. Ich hab mich festgefahren, natürlich. Ja, genau, das war's. Er hat mich gepinnt. Oh Gott, ich bin am Stadion. Das ist nicht gut. Perfekt, ich auch genau da, wo die sich retzen können. Oh, hab ein wildes Bad Boy gefunden. Hauptstraße Richtung Osten. Camaro entgegengekommen. Boah, 4% Motor gemacht. Du kommst nicht an mir vorbei, Impala. Ich block dich alles ab. Danke fürs Anschieben. Oh Gott, das habe ich nicht gesehen wegen Busch. Alles gut. Ja, nur was Lilanes. Lila, Blau, irgendwas. Ja, jetzt haben sie mich, oder? Nee. Sag doch, dass sie dich da fast haben. Nee. Parallel nördlichste Richtung Westen. Das war dumm, aber es hat funktioniert. Wo bist du denn gerade? Ich hab 80 Motor und ich stehe direkt in dieser, wie heißt das, Winkelgasse. Bin ich auch noch gerade vorbeigeschossen. Jetzt, wenn sie mich haben. Ja, 100%, der pinnt mich. Und ich habe 91 Motor. Ja. So, hast du nicht vorhin gesagt, ich werde in der Winkelgasse sterben? Ja, ich hatte keinen anderen Weg. Sorry. Damit haben sie jetzt schon 3, ne? Also ja. 8 Minuten sind schon rum, also ein bisschen Motivation für alle nochmal. Brunnen hat sich auf jeden Fall einen Kopf respawned, höre ich vom Bahnhof aus.
Ja, wenn wir, ich bin aber auch gerade lang gefahren. Ich hatte 60 Motor. Ich meine, wenn wir jetzt dazu rechnen, dass Lukas noch viermal festgenommen wird, sind wir bei 7 Festnahmen, alles gut. Ja, geht ja. Ich hatte aus Versehen einen Camaro, BMW in der Fresse. Warte, das ist bestimmt Ray. Ich bin jetzt auf der Hauptstraße Richtung Osten. Erstmal noch an mit dran. Bin jetzt bei der Universität, fahre aber Richtung Baumallee Hoher Randstein rein. Ja, da kommt der nächste. Bin jetzt Hoher Randstein, fahre aber weiter Richtung Teufelseck. Atmungsbett voll. Ja. Oh, ich fahre noch voll in den rein. Ja, jetzt werden sie wahrscheinlich gleich. Ah, aber nee, vielleicht komme ich noch raus. Turboloch. Juhu. Nee. Das war knapp. Gekartet. Ja, der Motor zieht gar nichts mehr. Oh nee, das ist nicht gut, das ist überhaupt nicht gut. Anderthalb Minuten noch bis zur Kaffeepause. Alles gut, ich fahre jetzt vom Osten ins Teufelseck wieder rein, wobei wahrscheinlich haben sie mich gleich hier an der Wand. Bisher sieht es noch gut aus. Ja, ja, jetzt haben sie mich wahrscheinlich, ja, haben mich. Wie war das mit Motivation? Sie haben erst 4. Ja, hier sind jetzt auch noch 2 Minuten vergangen, also, ne? Ja, die waren, also eine Kurve und es waren 2 mehr, noch eine Kurve und dann waren alle da. Einfach so schnell fahren, dass sie nicht alle anhängen können. Was mir gerade einfällt, ich weiß jetzt nicht, ob wir nach der alten oder nach der neuen Kaffeepausenregel spielen. Solltet ihr in der Verfolgung sein, jetzt gleich während der Kaffeepause, geht euch mal nicht reparieren. Ich glaube, dass die Regel haben wir jetzt nicht aufgehoben, also denke ich mal, dass sie Gültigkeit hat, ne? Also ich denke mal, dass die Regel auch relativ gut angekommen ist, von daher. Ja, also dass wir es reparieren während der Kaffeepause, wenn wir eine Verfolgung haben, unterlassen. Ja. Wir haben es ja auch nicht nötig, uns zu reparieren. Dafür quasi, wenn du die Verfolgung los wirst, direkt danach kannst du nochmal rein, theoretisch, ne? Ja. Apropos Kaffeepause, 5, 4, 3, 2, 1. Kaffeepause. Impala. Park. Camaro Richtung Winkelgasse mit mir. Fahr Richtung die Straße parallel zur Hauptstraße. Sorry. Eskalation. Eskalation Richtung Osten. Osten, ja. Fahr dann aber das S hoch Richtung Hauptstraße. Hasse ABS in dem Straße. Ah. Ist so schlecht. Datumplatz in der Nähe gepinnt und das war einfach ein richtig guter Hit. Den muss man. War dann Richtung nördlichster. Theater, ey. Also nördlichster Punkt. Ja, runter. Treffer versenkt. Nüpp. Ja, bremst deinen Kollegen aus. Zero Problemo. Nee, ich hab ABS an. Wegen Dings, dann lock ich nicht ab, wenn mich ein Abend schiebt. So, parallel südlichste in den Tunnel. Nördlichster Punkt in den Tunnel. Brauchst schon wieder ein. Lukas, wolltest du nicht viermal festgenommen werden? Ich sag doch, das war ein aktiver Gegenjinx. Lukas fährt ganz die südlichste rauf und runter. War jetzt am Respawn-Punkt vorbei. Von wem? Ah ja. Von den Cops. Oh, scheiße. Irgendwer, ich glaube, ich hab's verloren. Hat irgendwer auf der südlichsten, nicht, dass hier ein Unfall ist? Nee, ich hab's dann halt mal irgendwo parallel südlichste verloren. Daumen hier zusammen vor dem Kopf ab, ja?
Ich verpiss mich. Der ist hinter dir. Ich pass muss auf, schneller sein als der Kopf. Ich muss nur schneller sein als du. Das war auch mein Ziel eigentlich. Ja, ich habe auch einen Kopf. Bin jetzt gleich östlich der Punkthauptstraße runter Richtung Westen. Ich fahre Eskalation Richtung Osten. Ist doch gut, wenn sie sich aufteilen. Ja, ich weiß nicht, ob das gut ist. Pauschal ein schlechtes Zeichen. Wie lange ist noch Kaffeepause? 2,5 Minuten etwa. Komm ich auf. Müsste meinen aber groß sein. Weiß, ob ich die gleich noch nutze, wo ich eigentlich noch wenig Schaden habe. Und nutze sie dann. Ja, also ich sag mal so, ich glaube, ich werde dieses Auto nie wieder fahren. Leichte Autos zu fahren ist sowieso nicht so schlau. Ja, ich hab gedacht, der ist so schön klein und wendig und... Ja, mit leicht Kuh hinterm Steuer vielleicht. So, ich gebe mich mal repairen. Ich habe jetzt keinen Kopf dran. Ich sehe hier auch ein wildes Asset. Aber das Problem ist, die kommen mir einmal entgegen, schieben mich gegen die Wand und das Auto hat halt überhaupt nichts dagegen zu setzen. Und wo bist du hingefahren, Asset? Oh, hab einen Korb. Fahr Richtung Hauptstraße hoch. Hauptstraße Richtung Osten. Rein in die Winkelgasse. Kommt da noch einer? Nee. Hast gar keinen. So, und alle Bärs. Ja, aber ich hatte gerade einen. Wenn du sagst, ich hab keinen, gehe ich nicht mehr. Ich hab zwei. Im Norden letzten. Und wer sich fragt, was das U-Hörnchen ist, Alter, genau das ist das U-Hörnchen. Oh je, vier Korps Eskalation. Was ist denn jetzt los? Die eskalieren ja richtig. Ach nee. Der Bot wird selbst gefahren. 40 Sekunden noch Kaffeepause. Brauche ich nicht, ich hab mich in der Kaffeepause zweimal festnehmen lassen. Also, wenn du mich hier hinschiebst, fahre ich hier lang. Danke auch. So kann man sich die Reparaturpunkte auch erweitern, ist ja. Oh Gott, vor mir fährt ein Camaro. Oh Gott. Ich fahre jetzt runter Richtung östlichster Punkt ist das, ja. Ich fahre dann Richtung Reparaturplatz. Oh Gott, hier wurde ich das letzte Rad auch raus. Oh, wieso? Hitte noch fast den Baum, ey. Kaffeepause zu Ende. Das ist ja gut, ich hab nur zwei irgendwo ein Camaro im Park. Wir fahren ins U-Hörnchen. Bring Hörnchen mit. Der erinnert mich so ein bisschen ans Obi-Hörnchen. Alter, sag mal! Ja, die haben mich schon wieder, weil ich nicht hier wegkomme. Die haben mich jetzt komplett wieder gepinnt. Ich werde nur rumgeschoben. Ja, ist gut. Also, aus ist. Das war jetzt Zufall. Fällt einer mit? Wie viele sind's jetzt? 7. Ja, das geht noch. Also ist die Hälfte der Runde erst. Wie oft wurdest du schon, Lukas? Hä? Wie oft davon von dir? Parallel Süd, genau. Okay, also werden es mindestens 11, ja. Ich saß ich fest, weil ich glaube, die waren am Max dran, du fährst den Mustang, oder? Ja. Ja. Hab mit dir heute kein Glück, Alter. Ja, wir haben uns zweimal getroffen, zumindest einmal richtig und das zweite Mal. Nee, du hast mich getroffen. Wir wollen das mal noch richtig stellen. Das war mit voller Absicht. Ich hab gedacht, du wärst René. Aber René, es hat einen ganz einfachen Grund, warum ich nicht festgenommen werde. Ich bin nur der 10. meistgesuchte Fahrer hier in der Runde. Ah. Hinter das Theater. Meistgesucht ist ja ein Froschauto. Also hinter die Kathedrale. Also es fährt hier nicht zufällig einen BMW M3 GTR. Der wäre dann auf jeden Fall der meistgesuchte. Nicht das gute Bodykit hier. Das Auto ist hier nicht. Mal wieder Eskalation. Gut. Was ist ohne Zeit einfach auf dem Kopf? Da müssen einfach die so aus, dass es gar nicht mehr möglich ist. Da, danke auch. Hast du gut gemacht. Hast dich selbst zerstört. Hashtag Profi. So, Hauptstraße Richtung Osten. Der eine Kopf überschlägt sich. Perfekt. Ich bin hinter irgendwas dunklem. Dann wende ich mal, die Verfolgung ist da nämlich gerade vorbeigekommen. Ja.
Ich würde gern durchziehen. Ja, kannst du. Ich fahre östliches S. Bleib rechts. Dieser Transit, der muss sich im Anweg stellen. Ja, ist ganz im Osten jetzt. Oh mein Gott. Das war lucky. Ich habe einen Camaro beim hohen Randstein. Oh Gott! Randstein. Weiß aber nein! Nicht, ob der auch mit den Osten kommt. Okay. Ganz gleich hinter dem. Wie heißt denn der Punkt? Start. Fußballplatz? Nee. Tennisplatz, Baseballplatz, irgendwas da. Stadion. Oh, 16 Motor, Stadion, die Brücke danach, so gut die Straße kenne, jetzt an dem Dreieck, bitte Klassiker in den Kopf stehen, danke schön. Irgendein Kopf schießt die Sperrstraße Richtung Süden runter. So, ich fahre jetzt hier Richtung Universität, komm, ich liebe ABS jetzt, da hilft's mir. So, Hauptstraße Richtung Westen. Warum muss da ein Camaro kommen? Also mit mir haben die Cops ganz viel Spaß gerade, glaube ich. Da kommt eine Camaro. Ja, du darfst du ruhig beschäftigen. Du musst nur noch 6,5 Minuten überleben. Oder 11,5 mit Overtime, das schaffst du. Ich glaube nicht. Eskalation, ja, also ich schaffe das easy. So wie die gerade... Ich biege halt jede Kreuzung irgendwie ab. So, dass sie komplett verwirrt sind beim Callen. Sieht auch so aus, als würde es klappen. Ich glaube, ich habe auch gar keinen mehr. Ja, sorry, aber ich glaube, unser Gegenteam verwirrst du damit nicht wirklich. Falls also du keinen mehr dran hast, ich habe Camaro am Statuenplatz, auch noch einen Impala jetzt. Ich guck mal, ob noch einer hinterher käme, aber es sieht nicht so aus. Ja, siehste. Gehen die sonst, hätten sie sich nicht abschütteln lassen, ne? Bin jetzt mit einem Impala und einem Camaro im Wirrwarr. Fahr wieder Richtung... Hauptstraße hoch jetzt vom Wirrwarr aus, fahr Hauptstraße Richtung Westen. Ich glaube, ein Cop hat sich Brunnen repariert, zumindest schießt gerade unter der Brücke Richtung Tunnel was durch. Ja, das war überhaupt nicht schlau, mit Heckantrieb so einen Move zu machen. Du hast dein Ziel erreicht. Ach, ich habe wieder lange nicht gesehen. Was ist hier los? Was ist hier los? Ich bin mal zugucken. Oh Gott, dieses Auto. Wo ist denn gerade die Verfolgung? Ich bin jetzt nördlichste Richtung Osten, vom nördlichsten Punkt aus. Ich glaube, ich fahre mal südlichste, da war ich heute noch gar nicht. Da fahre ich gerade lang, von der anderen Seite. Vom Stadion aus? Ja. Ich hab 4 Cops dran, also... Ja, du musst schon weiter sagen, wo du lang fährst. Ja, ich bin jetzt parallel nördlichste komplett im Osten. Was bleibt bloß auf deiner Straßenseite? Ja, ich bleib auf meiner Straßenseite. Ja, ich fahr jetzt nördlichste Richtung Westen wieder. Ich versuche noch ein bisschen Zeit für euch von Ober zu nehmen. Aber ich weiß nicht, wie lange... Noch bis zur Overtime. 4 Minuten bis zur Overtime. Ich weiß nicht, wie lange das noch dauern wird. Also wenn du 2 Minuten noch nimmst, das wäre gut. Ich bin jetzt gleich am nördlichsten Punkt, das wird mir jetzt das Genick brechen, glaube ich. Lass dich nicht divebomben. Nee, habe ich nicht, aber die können mich irgendwie schieben, wie sie wollen. Jetzt pinnen sie mich gleich am Tunnel. Ja, sie haben mich am Tunnel gepinnt, ja. Dann sollte ich gleich vielleicht mal wenden und nicht Richtung Stadion fahren. Ja! Das südlichste wieder umdrehen. Gerade drauf und dran die Challenge, die Andi letzte Woche gemacht hat, zu komplettieren. Der Blitz der Zone. Ha! Der ist ja blöd. Bin gerade ganz entspannt am Stadion einmal vorbeigefahren. Hat jemand mitgezählt? Wie viel haben wir jetzt eigentlich? 8. Aber das ist schon... Nach dem Rekord riecht das bisher noch nicht. Nee, so schlecht sind wir dann doch nicht. Na, sag das nicht zu früh. Das ist auch kling, 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 kling. Hätten wir eigentlich nochmal... Oh, ich habe sogar eine Verfolgung. Hier Untergrund. Irgendwo um nirgendwo. I'm sorry. Das kann ich nicht mehr callen. Ist ja echt unterirdisch.
Ey, ich komme wieder raus, glaube ich. Unterwegs, fahr zur Hauptstraße hoch, pick up Richtung Westen, Hauptstraße Richtung Westen. Hab ne Camaro dran. Ah ne, ich bin parallel nördlich zu Westen, Entschuldigung. Ich dachte gerade, warum hab ich den falsch gecallt. Nein! Der pinnt mich? Was ist denn das für ein Fisch? Ja, und dann hab ich jetzt das Problem, weil ich kann sehr leicht gepinnt werden. Oh ne, ich muss Gas geben. Das ist der Subaru, ne? Sobald er einmal einen Treffer hat, läuft hier gar nichts mehr. Ich hab gar keinen Grip in der Karre, gar nichts. Er kann nur 15% Motor haben, die sind sofort da. Das gibt's nicht, Alter. Wie sitzen denn heute eigentlich die... Ich komme ja auf dem Bahnsteig nicht mehr weg, natürlich. Gott, nicht sowas. Bin am Brunnen. Wie lange haben wir noch? 2 Minuten. Ach, der Wahnsinn. Undercover-Cop hier, der Fiesta. Haben sie dich jetzt erstet, oder? Ja, jetzt haben sie mich. Okay, das passt. Wo denn? Ja. Am Treppenplatz. Oh mein Gott. Ich habe aber auch die Gabe, in der Nähe zu sein. Ja, ich werde aber irgendwo hin und her geschmissen. Also ich habe definitiv gar keine Chance gegen die. Die berühren mich und ich fliege irgendwo. Ja, das habe ich aber auch. Aber dein Auto ist eigentlich bedeutend schwerer, glaube ich, als der Subaru. 1600, ja. Ich glaube, ich bin nur 1,2 oder so. 1,3. Ja, ist egal. Es war schon Overtime, oder? Nee, noch nicht. Ja. 1,5 Minuten noch. Kann ich ja nochmal. Wir könnten sogar alle nochmal uns festlegen lassen, wenn wir es nicht schaffen, den Rekord zu knacken. Jetzt habe ich die Motivation, dass die 0 steht. Ich habe gedacht, die Motivation zu 4. Der lässt sich wieder schon festnehmen. Ja, und dann respawn ich mich immer bei den Cop-Spawns. Oder wie Andi in der Retro-Folge in der Tuned Edition immer wieder reinfahren. Oh Gott, ich habe einen Impala vor mir. Ich hoffe, er hat mich mal nicht gesehen. Oh Gott. Ich fahre nördlichste Straße Richtung nördlichster Punkt. Weit entfernt habe ich einen Kopf. Oh, oh, oh. Oder auch nicht. Vielleicht auch nicht. Anscheinend nicht. Ich habe einen Kopf aus. Am Treppenplatz, weil er durch bis komplett im Westen, wobei nicht. Ich fahre vom nördlichsten Tunnel Richtung Park. Gefällt mir eigentlich. 10 Sekunden. Aha! Ganz oben. Beinchen. Ganz gleich. Ganz gerne hinterher. Na, ich war hinter dir, aber nee. Und Overtime. Ja, ich weiß nicht, ob ich noch verfolgt werde. Ich glaube, ich bin mal los. Ich hab auf jeden Fall keinen. Ich bin definitiv los. Ich weiß es noch nicht. Du hast keinen. Max Jager hat keinen. Okay. Drift Panda hat auch keinen. Wie sieht's bei mir aus? Start und Platz jetzt. Dürfte auch keinen haben, gell? René hat auch keinen. Du verfolgst eher die Cops. Okay, dann lassen wir das nicht. Acid hat einen. Ah, doch, da. Ich hab einen. Ah. Ja. Ja, dann nehmen wir den noch mit, komm. Ja, eigentlich wird, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Gehen doch einige da. Keine Ahnung. Ich sehe jetzt nur noch Chris in der Verfolgung. Ah, das gibt's nicht. Und wieder von vorne. Ich werde hier wieder rumgebounced, Alter. Willst du mich verarschen? Also, hier hat doch einer wirklich richtig super Internet. Ja, ich komme nicht mehr weg, ey. Ich klebe an der Front von seinem. Ja, das war's. Kann ich gleich stehen bleiben. Komm. Ja, aber so war das bei mir auch immer. Ein Treffer und ich bin komplett aus dem Leben geschossen. Auf einmal alle waren dran und dann kommst du nicht mehr weg. Ich bin anhaften geblieben an dem. Gut, dann dürfte es keine weitere Verfolgung geben. Also, das gibt's doch nicht, ey. Ja, dann würde ich sagen, wir können es ja eigentlich... Nee, wir können es nicht nur besser machen, aber ich sag einfach mal so, wir sind zuversichtlich und wir machen es besser. Und von daher würde ich sagen, gucken uns einfach mal die Cop-Autos, gar nicht. Cop-Autos bleiben die gleichen. Wir gucken uns die Racer-Autos der nächsten Runde an. Wir warten mal noch, bis die Klappscheinwerfer wieder eingeklappt sind, ne? Das machen wir ja so, weil es ja. Ne? Warte, ich kurbel schnell. Ja, okay, perfekt. Nein, Spaß beiseite. Die neuen Racer-Fahrzeuge stehen bereit und ja, werden kurz vorgestellt. Also Daddy Das Murmel in GS FD RX7. Der Jeetless im 2008er M3. Pluto-Kaskade im Hammer Coupé. Ja, Lüge. Nicht. Du lügst! Das ist eindeutig ein Hammer-Kombi. Was ist das für ein Kombi? Ein Hammer-Kombi! Ja, der Ray fährt immer Porsche, deswegen GT3, 996. Geiles Ding.
Und Andi im Honda. Quatsch, Honda. Toyota GR86. Wir haben es heute richtig. Wir richtig. Ich möchte mich entschuldigen, es ist für mich der Tag nach dem 12-Stunden-Stream. Ich bin noch nicht da. Alles gut. Aber geiles Design. Ja. Der das gemacht hat, der hat es richtig drauf. Hier. Der hat Ahnung, ja. Der weiß, wie es geht. Gut, dann würde ich sagen, nicht lange Blödsinn labern. Das können wir auch während der Runde noch gleich. Deswegen, geht's los. Ja, die Racer pieseln sich. Und ich habe gehört, der Porsche soll komplett Serie sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, den müssen wir auf jeden Fall anhalten, denn das würde ich anzweifeln. Ich glaube, da ist irgendwas dran gemacht. Und wenn es nur ein Duftbaum ist. Ja. Aber ich würde sagen, kommen wir zu dem Wichtigen, dass der Presi mal die Einteilung macht. Ja, kurz und schmerzlos. Die beiden Cops ganz links gehen bitte in den Osten, die beiden Cops ganz rechts in den Westen und der Cop in der Mitte macht bitte Untergrund und Außenstraße, also südlichste zum Beispiel. Mit wem bin ich rechts? Mit mir. Okay. Das heißt, ich habe Driftpanda. Driftpanda, so, und das Slot-Kennzeichen in der Mitte sein. Und es geht los in 3, 2, 1. Dünne Jagd. Grundsätzlich, wenn wir eine Verfolgung haben, dann machen wir hauptsächlich Bambini. Eine Zweitverfolgung können wir uns erlauben. Und wenn mehrere Cops auf einmal dran sind, dann einer vorne dran, der Attacke macht, die anderen lassen ein bisschen Abstand und reagieren dann auf die Attacken von dem Cop vorne. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal die fette Außenstraße hier lang. Ja, ich fahre dir einfach hinterher. Schön so ein bisschen nebeneinander, dass wenn einer kommt. Ne? Da haben wir doch links. Nee, ist keiner, okay. Falscher Alarm. Ah, bei mir war auch gerade falscher Alarm mit dem Galant. Fahr bitte vor. Du bist früh dran, aber die nächste Stadion ist eine Horizon Arcade. Oh nee, oder? Dann kann Pluto schon mal da nicht sein. Ja. Genau, weil es mit Pluto ist direkt hinter uns. Was? Fährt ins U rein, also ins Ubi-Hörnchen. Dann versuche ich entgegenzukommen. Ich hätte noch den Porsche. Nee, müsst euch entscheiden. Wie sicher bist du am... Ganz sicher. ...am Pluto dran, weil ich hätte Ray im Porsche. Ja, Pluto wäre wahrscheinlich einfacher wegen Frontmotor, deswegen... ich würde sonst zu Max Jager fahren, wo bist du? Fokussiert euch auf Max, ich halte Pluto als Zweitverfolgung. Alle anderen ich hab Pluto. Müssen wir ignorieren. Max, Ansage. Sorry. Wir fahren jetzt hoch Richtung nördlichste, du hast immer noch Ray und ich hab Pluto. Fahr hoch Richtung Hauptstraße oder nördlichster Punkt im Westen. Er fährt nördlichster Punkt. Genau, auf Sperrstraße. Probiert mal Richtung Osten zu schubsen, auf der Hauptstraße oder sowas, wenn er da Richtung kommt, in die Richtung kommt. Ich versuche ihn hier gerade zu stehen. Wir stehen. Der Karre kommt nicht aus dem Park. Aber ihn frontal, aber nur mit 50. Fährt in die nördlichste. Soll ich sonst ansagen? Ja, sag an. Er fährt jetzt nördlichste Richtung Osten, sind jetzt gleich am Knick zur Parallelnördlichste. Fährt in die Parallelnördlichste Richtung Osten. Ist jetzt da in diesem Knick, ist jetzt wieder auf der Geraden. Wir sind... Schieb ihn durch am besten. Ja. Okay, wir sind jetzt bei der Kreuzung. Ich schiebe ihn weiter. Komplett in Osten parallel, nördlichste. Wenn du ihn nochmal durchschiebst, dann... Ich komme Hauptstraße von Osten rein. Warte. Ich komme auch zu euch mit dazu. Hast du diese Karte? Nein! Warte. Die Karre kann nicht hin. So, fährt dann Richtung Osten. Hauptstraße? Nee, Richtung Westen. Nee, Richtung Westen. Sorry. Ich brauche wenig schnelleres hier. Fährt dann. Hab ihn halbwegs frontal, fährt Start. Links Richtung Start und Platz. Fährt dann Start und Platz. Verschaltet, rechts. Ich wollte. Fahr vorbei. Ich wollte den ersten. Fährt Eskalation weiter Richtung Sperrstraße. Jetzt am Untergrund hier vorbei. Trifft in 2 Sekunden auf die Sperrstraße. Fährt Sperr Richtung Treppenplatz.
zieht Speerstraße Richtung Norden durch. Da kommt auch der BMW euch entgegen. Pluto fährt wieder Richtung Nördlichste, vom nördlichsten Punkt aus. Ist jetzt gleich wieder an der Abzweigung, aber fährt ins S. Fährt Hauptstraße Richtung Osten. Fährt da an Untergrundhauptstraße. Biegt rechts ab im Untergrund. Ich gebe mich erstmal auf Fahrt, ja. Und kommt dann beim Wirrwarr, ist es so. Nee, kommt hier bei Eskalation wieder aus dem Untergrund raus. Fährt jetzt, ist es gleich wieder bei Speerstraße. Fährt Speerstraße Richtung Süden. Er fährt auf parallel südlichste von der Speerstraße aus. Fährt in den parallel südlichsten Tunnel. Komme ich vom Stadion aus entgegen. Wir sind jetzt ungefähr auf der Hälfte des Tunnels. Kommen wir entgegen. Ja. Wir sind jetzt raus aus dem Tunnel. Sind jetzt in dieser Kurve unter der ersten Brücke. Stark. Fährt jetzt beim Teufelseck. Fährt vom Teufelseck wieder Richtung Hoher Randstein. Da ist auch der RX-7, aber ich bleibe am Hammerkopier dran. Hat sich am Baum gewickelt, an der Baumallee. Hätte sie auch irgendwo. 21, 22, 23, 24. Der ist raus. Der muss Hub nochmal hin, ich glaube, er hat meine Hupe nicht gehört. Ich muss mich gerade Ich habe halt die Standardhupe, deswegen hat er es wahrscheinlich nicht gehört bei seinem Wheelspin. Ich habe gehört, Pluto zählt doppelt als starker Fahrer. So, ich gehe dann wieder auf Posten Untergrund. Kommt meine Kamera auf zum Stadion? Porsche, ja, bin ich schon. Richtung. Bin links von dir. Fährt er links oder rechts? Links, er ist links gefahren. Sorry. Ich bin falsch gefahren. Ich habe zu spät geschaltet. Ja, dann ist er wieder weg. Irgendwo Theater in dem Bereich müsste er rauskommen. Ja, er fährt Theater Baumallee. Ich guck mal, ob er jetzt bei der Hauptstraße hier lang fährt. Nee, ich glaube, er fährt Richtung Hoher Randstein, fährt auch von da aus Richtung Teufelseck. Bin da einen Ticken weiter weg. Fährt weiter Richtung Teufelseck, biegt dann links ab Richtung Untergrund. Nee, doch nicht, fährt doch ins Teufelseck rein, nur auf der falschen Straße. Fahren jetzt hoch Richtung Osten. Fährt rein ins Östen. Nee, doch nicht. Was ist denn das hier? Auf jeden Fall jetzt vom Osten aus Richtung östliches S. Aber nicht auf Hauptstraße, sondern diese Parallele davon. Sind jetzt am Hohen Randstein. Fährt in die Baumallee. Kommt jetzt raus aus der Baumallee. Fährt Richtung Statuenplatz. Ist jetzt am Statuenplatz. Fährt Richtung Universität. Fährt wieder Richtung Baumallee von Universität aus. Ja, im Parler, sonst call du mal eben. Hoher Randstein hoch. Oh, fährt Richtung östliches S dann. Fährt nicht östliches S. Fährt weiter. Ich rette mich mal am Stadion. So, fährt weiter Richtung östliche. Oh, genau. Östlicher Punkt oder was? Ja. Östlicher Punkt, fährt jetzt die Hauptstraße Richtung Westen an. Wieso kommt dieser Impala nicht rum, Mann? Ja, bist du noch dran? Fährt Richtung nördlicher. Fährt parallel nördlichster. Richtung Westen. Er wird wahrscheinlich links irgendwo abbiegen. Nee, er biegt rechts ab, er fährt rechts hoch. Und fährt dann links die nördlichste Richtung Westen. Ich wüsste nicht so schnell los. Fährt dann Richtung nördlichsten Punkt hoch. Fährt Speer Richtung Süden. Weiter Süden. Haben wir schon eine Zweitverfolgung? Nee. Ja, ich habe eine Zweitverfolgung gerade. Okay. Ja, ist parallel. Gerade okay, vergiss es. Südlichste. Okay, dann bleibe ich dran.
Richtung dem Tunnel oder halt kann auch in das andere einbiegen. Ich glaube, das ist die Eskalation. Fährt dieses Mal aber in die Eskalation. Fährt sie dann auch direkt lang. Da kommen wir entgegen. Fährt dann links rum Richtung Hauptstraße wieder hoch. Fährt Hauptstraße Richtung Osten. Tja, das erwartest du nicht von dem Baller, dass der gut dran bleibt. Ja, ich bin verzockt gerade. So, fährt dann hoch Richtung nördlichste wieder. So, fährt in das, wie auch immer das Ding heißt, rein. Winkelgasse. Ich sehe wieder nix. Ich sehe immer noch nix. Ich sehe nix. Nicht rückwärts. Hopp. Rückwärts fahren, Entschuldigung. Ich schieße, als sie. Willst du noch an ihm dran? Rechts runter in die Stadt. Park andersrum. Oh. Ja, dann ist er jetzt weg. Scheiße. Parallel südlichste Richtung Stadion unterwegs. Vorm Tunnel noch. Jetzt an der Kreuzung Wirber durch, jetzt im Tunnel drin. Schaut mich an zum Stadion, weil meine Kamera ist eh wieder hinüber. Komm entgegen. Hab den BMW frontal, da steht hier was. Ja, ist auch der zweite Frontaltreffer vom Porsche, hat er auch schon mal einbekommen. Ja, dann probieren alleine zu nehmen. Ja. Komm, den BMW meine ich. Sind jetzt in Richtung Stadion unterwegs. Ah, unten. Weg mit der Indie-Wand. Pass auf, links versuche ich. Ich versuche links. So, jetzt, René. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Schön gemacht, Max. Ja, sehr schön. Ah, das ärgert mich, dass Ray jetzt weggekommen ist. War das wirklich unsere erste Festnahme? Nee, das Problem ist halt, Ray hat jetzt wahrscheinlich okay, auch die Pause. Wir bleiben wieder hier. Ja, ich reparier mich nur einmal kurz hier. Ja, dann gehe ich in den Westen. Ich bin auch im Westen. Hier ist der Mazda direkt. Mazda Richtung U-Hörnchen. Nee, das ist kein U-Hörnchen, I'm sorry. Das wäre das normale U. Fährt dann aber hoch Richtung, logischerweise dann Bahnhof. Dann fahre ich in die andere Richtung und komme entgegen. Also der hat kaum Grip. Hallo. Dann kommt auch Ray entgegen, aber. Ja, nee, lass mich. Was mit dem BB los? Er hat sich nicht respawned. Ja. Wollen wir dranbleiben oder was? Ich gehe schnell runter. Okay. Oder wir nehmen halt nochmal bleibt dran, nehmen wir nochmal. Nee, wir sind irgendwo im Offroad. Wir stehen zwischen den beiden Straßen. Komm, fahr einfach runter, Moment. Das muss doch sein. Ja. Kommt jetzt vorne am Stadion gleich wieder raus. Also ist jetzt quasi hinterm Stadion, fährt vors Stadion. Im Offroad, so fährt wieder runter Richtung Reparaturplatz von den Korps. Er leckt. Jetzt in der Kurve, in der Rechtskurve. Das Murmel. Wann jetzt in die südlichste Reihe. Nur eine Verfolgung ansagen. Ja, er ist jetzt gleich wieder am Reparaturplatz der Cops. Er überschlägt sich. Wie spawnt er sich? Nein! Oh, wie unlucky war ja, das dann denn jetzt? Sagen, er ist jetzt am Reparaturplatz. Den BMW oder was ihr gerade habt als Zweitverfolgung, wir machen den Matsch. Ich hätte halt den Hammer wieder halt. Dann ja, wir hier reinkommen. Keine Dreiverfolgung. Wir sind gerade am Brunnen mit dem Mazda. Der driftet hier nur rum. Das sollte eigentlich ein easy Snack sein. Ich attackiere mal. Hau ihn weg, ja. Am besten so bis 5. Oh, ja, leck dich nach vorne. Dann nicht akzeptiert. Ich hab mich festgefahren. 1, 2, 3. Ja, haben wir. So, jetzt BMW. Fährt wieder Richtung Stadion, also südlichste Straße Richtung Stadion. Ja, den habe ich mich gerade hingespawnt, also. Ist jetzt in der letzten Kurve. Sind beim Stadion zwei Kurven, oder ich zumindest. Da sagt der Porsche am Stadion. Fährt jetzt hinter das Stadion. Fährt beim Porsche dran. Das ist die falsche Richtung. Ja. So, wo seid ihr? Südöstlichste hinterm Stadion auf dem Weg zur östlichsten. Okay, ich wäre auf der östlichsten. Da kommen wir jetzt hin. Fährt auch die östlichste zum östlichsten Punkt. Komm entgegen, lass ein bisschen Space. Jo. Ist auch Kaffeepause im Übrigen.
Fährt der zur Hauptstraße? Oh, das war lucky. Ja, ja. Ist jetzt am östlichsten Punkt Hauptstraße, fährt jetzt Hauptstraße. Hauptstraße Richtung Westen. Ist jetzt an der parallel nördlichsten und so vorbei. Ich hab hier ein BRZ oder was das ist. Ja, und dann machen zwei Verfolgungen beim Porsche ist weg, ich fahr was rüber. Ich drück den BMW links rein. Also ihr seid vermehrt am BMW dran, das heißt der Subaru Zweitverfolgung und BMW Hauptverfolgung. Genau, wo seid ihr mit dem BMW? Wie immer noch Hauptstraße. Westen, ja. Sagt, du Untergrund, Abfahrten jetzt vorbei, jetzt gleich am Treppenplatz. Jetzt am Treppenplatz fährt Sperrstraße hoch, beziehungsweise steht hier in der Wand. Heißt Norden? Ja, Sperrstraße Richtung Norden. Ja, eins, zwei, drei. Nein, jetzt hat den freigeboxt. Ja, ich konnte nicht mehr so schnell umschalten. Gib dann irgendwann die Wende. Jetzt nördlich wieder der nach Punkt. Oben. Ja, warte, ich will gucken, wo er hin will. Der nördlichste. Ja, das. Eins, zwei, Hinterwehr. Drei, vier. Stehen bleiben, einfach stehen bleiben. Ja. Okay. Jetzt Porsche. Zeitverfolgung ist weg, okay. Wieder auf Ausgangsposition, würde ich mal sagen. Ja, ich port mich Brunnen. Ja, porten wir ins Stadion, ne? Ja. Müssen wir ihm nachher erklären, dass er sich wegporten musste, den Respawn-Punkte für die Racer. Ja. Den BMW, weil das war jetzt, naja. Wir haben jetzt eigentlich mehr Chance gelassen, wir hätten ihn gleich wieder versetzen können, eigentlich. Ja, weißt du? Ich fahr mal Bahnhof, mal gucken, ob da jemand ist. Oh, war das erlaubt, darüber zu fahren? Ich bin hinter dir. Echt? Ich seh dich nicht. Ich bin direkt bei dir, ganz vorn. Ich hab ich den nicht. Hammer, Baum, okay. Ja, ich lass dir Platz. Aber nicht. Jetzt ist die Frage, wohin er abgebogen ist. Ah, das war ein NPC, Entschuldigung. Den ja, ich bei mir nicht gesehen habe. Okay. Dafür hast du bei mir genau auf den draufgelenkt, den ich gesehen habe. Baumallee? Ja. Warum kommt der Gegenspettel? Ja, habe ich getroffen. Dreht. Kommt zu dir. Ja, nein. Ich aus. Oh, ich ja, habe ich gemerkt. Entschuldigung. Habe ich in dem Moment nicht dran gedacht. Sorry, war mein Fehler. Baro parallel südlich Richtung Westen. Tunnel. Den Blitzer passiert, aus dem Tunnel wieder raus, bremst hart an, fährt runter in die Stadt. Mist. Sozusagen im Wirrwarr. Hat die Uni ja genossen? Jo, okay, jetzt mach du weiter Ansagen, ich probiere. Richtung Westen fährt das S hoch. Richtung Hauptstraße ist jetzt auf der Hauptstraße, fährt auch die Hauptstraße. Oh Gott. Da ist eine Hauptstraße Richtung Osten. Nee, egal, du fährst durch. Fährt ganz in Osten. Nein. Pass auf, er will bremsen. Bei der Ansage. Wir sind jetzt in einem S. Fährt nach rechts runter Richtung Hoher Randstein, so wie das ausschaut, ja. Richtung Baumallee. Fährt auch in die Baumallee rein. Hinters Theater. Hinterm Theater, Wirrwarr. Hab ein bisschen Abstand, komm aber ran. Wirrwarr links rein. Fährt links parallel südlichste Richtung Sperrstraße. Kannst du ein bisschen ausbremsen? Kann alles versuchen, damit er an der Wand fliegt. Ja, er fährt Sperrstraße hoch Richtung südlichste, dann dem Örnchen. Aber ich hab mich voll versenkt. Sorry. Weißt du, wo er abgebogen ist? Nein, ich fahr links. Und du links, ich fahr rechts. Ja. Ich fahr Hanal runter in den Park. Porsche ist südlichste gerade rausgekommen. Biegt. Wo biegt der ab? Kann ich nicht sehen.
ist Speer, glaube ich, runter. Ja, Speer Richtung Norden. Aber nur sehr weit weg. Ich weiß nicht, wo er lang ist. Einfach mal auf gut Glück gefahren. Ja, der ist hier sogar lang gefahren, tatsächlich. Wo denn? Wirrwarr rein. Und dann habe ich schon wieder Sichtkontakt verloren. Will ich gleich jede Wand mitnehmen? Ich sehe nicht. Doch, ist links gefahren, laut Reifenspuren. Ja, kommt Eskalation Richtung Westen. Bin am BMW dran. Hier ist auch der RX-7 nördlichster Punkt. Ich treffe natürlich keinen, weil der BMW mich beiseite lässt. Wo ist jetzt die Hauptverfolgung? Der BMW ist weg bei mir. Die Hauptverfolgung, bitte. Ja, Porsche ist nicht wirklich. Also, wenn ihr was habt, wo ihr eher dran seid, nimmt das. Ja, Murmel verarscht mich halt komplett. Ich repariere mich am Stadion. Was ist denn los gerade? Was mache ich denn? Den BMW wieder Richtung Brunnen vom nördlichsten Tunnel aus, muss aber wenden. Ich habe ihn nicht mehr. Er fährt ins U. Der BMW fährt ins U, muss mal irgendwie ins U. Ja, er fährt ins U gerade vom Brunnen aus. Geh mal hoch und sag hier, runter, sag U ist verboten, der soll wenden. User left your channel. Du hast dein Ziel erreicht. User joined your channel. Kommt er zurück? Ja, ja, er fährt weiter hoch. Ist er schon im Hörnchen jetzt drin? Also fährt ganz hoch einfach einmal. Ja, ja, okay, er hätte eigentlich rumdrehen sollen, dann hinterher. Super. Ja, ich komm von der anderen Seite rein. Wie wär's, wenn man callt da ganz vorne? Achso, ja. Sind jetzt gerade in der Blitzerzone. Sind gleich an der Statue. Ja, mit dem BMW sind jetzt an der Statue. Hau ihn in die Wand. Super, wunderschön. Er haut sich selbst nochmal an die Wand ein. Ja, klar. Der hat aber auch so ein Netzwerk, glaube ich. Der hat ein gutes Netzwerk gerade. Jetzt einfach schön rausgeglitscht. Nochmal links in die Wand versuchen. Jetzt Blitzerzone raus. Ja, ich versuche gleich hier einfach in der Rechtskurve links zu attackieren. Jetzt links in die Wand zustellen. Nein, ich glitsch. Stehen bleiben. 2, 3, 4, 5. Fahrt weg. Sehr schön. Gut, ich muss zum Dings, zum Stadion. Wie viel Zeit haben wir noch? 3 Minuten. Ui, bin auch im Stadion. Ich wusste, dass hier irgendeiner kommt, von daher. Gut, da müssen wir uns noch was suchen. Wo Andi rumfährt, das würde mich mal interessieren. Was ist siehst du mich jetzt überhaupt eigentlich inzwischen wieder? Ja, jetzt sehe ich dich wieder. Okay. Wenn ich dir gerade reingefahren bin, sehe ich dich. Ja. Ich habe den RX-7 Hauptstraße Universität Richtung Osten. Komm entgegen. Ui. Nicht entgegen, sorry. Fährt von Hauptstraße Richtung parallel nördlichste, fährt auch parallel durchs Rennen, da kommt auch der BMW, aber ich bleibe aber am RX-7, sind jetzt parallel. Westen? Fahren jetzt parallel nördlichste in Westen. Sind jetzt an der Winkelgasse, fährt rein in die Winkelgasse. Ich stehe unten. Was ist das an der denn? Kurve. Hier, ich bin nicht an der Wand und bleib hängen. Ja, ihr müsst jetzt gleich unten rauskommen. Ja, kommt raus, Hauptstraße Richtung Westen. Ja, Hauptstraße Richtung Westen. Erstmal schön dick fett in eine Wand hauen. Sehr schön. Ihn hier schön ausbremsen, sodass ihr aufschließen könnt. Ich hänge am Randstein schon wieder fest. Ach, schade, ich krieg nicht gepinnt. So, jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Ja, noch dran. Sehr schön. Ja, gut. Warum zwei? Noch zwei Minuten. Ja, ich port mich nochmal schnell Brunnen. Das ging flott. Ich kann mich wieder nicht porten. Oh. Das Spiel hat heute, hier ist der Porsche im Wirrwarr. Fährt eure Richtung, wo ihr festgenommen habt gerade. Ich hab noch den Hammer, ich bleib dran als Zweitverfolgung.
Ja, ja, aber dran, erstmal auf Porsche fokussieren. Ja, Porten, ja, kannst du vergessen, ich musste rumdrehen, komm entgegen. Okay, ja, ja, dann Hammer. Hammer ist jetzt parallel südlichste Richtung Tunnel. Kann aber noch nicht sagen, wohin er abbiegt, ob er ins Wirrwarr fährt oder nicht. Fährt ins Wirrwarr. Bin aber ein bisschen weiter hinten dran. Fährt Wirrwarr weiter. Biegt ab. Fährt auf Eskalation. Achso, okay. Musste aber auch drehen, fährt Eskalation Richtung Osten laut Spuren. Jetzt Start und Platz, fährt links auf die Hauptstraße. Bin aber auch nicht direkt dran. Weiß nicht, wo er hin ist. Nee, definitiv verloren. Ich fahr mal in Untergrund, ich hab da so... 30 Sekunden noch. Ich glaube, ich hab da was gehört gerade. Elf, zehn, neun, acht, fünf, 4, 3, 2, 1. Nee. Hab Ende. Was, BMW, Eskalation Richtung Osten unterwegs. Okay, das war letzte Sekunde. Ein war Eingang in, im Untergrund vorbei. Fahren jetzt ins Wirrwarr rein. Sind im Wirrwarr drin. Fährt jetzt hinter das Theater. Ich komme von vorne vom Theater. Ich stehe. Er nimmt eine nicht eingezeichnete Straße, schmeißt sich hier in den Untergrund runter. Ich. Okay, das ist eigentlich nicht erlaubt, aber ja, fährt Eskalation. Nee, fährt hoch Richtung. Ja, fährt er. Nee, ist da. Hilfe, ich hänge hier fest. Ja, ist Baumallee vorbei. Genau. Was ist denn das jetzt hier? Ich hänge hier fest. Am Untergrund. Da fährt, fährt Richtung Teufelseck. Und fährt von da aus auf die südliche. Ich bin aber nicht mehr direkt dran. Scheint Richtung Osten, ist Richtung Osten unterwegs. Im Tunnel drin. Müsste schon kurz vorm Blitzer sein. Kein Sichtkontakt aktuell. Doch, hab ihn wieder. Am Blitzer an der Kreuzung jetzt vorbei. Fährt parallel südlichste weiter. Richtung Osten oder Westen? Richtung Osten. Ist jetzt an der Kreuzung und fährt... Haarnadel runter. Ja, du meinst Westen. Ah, sorry. Richtung Osten, Bro. Oh, scheiße. Ja, ich nehme die südlichste Richtung, Richtung Westen. Ist weiter, jetzt komm. Auf jeden Fall im Park runter. Ist jetzt im Park. Fährt jetzt Park hoch Richtung Eskalation. Fährt Eskalation Richtung Westen, wirklich Westen. Straßenkreuzung. Ist jetzt gleich Bahnhofstraße. Ist jetzt Bahnhofstraße und fährt nördlich. Also Hauptstraße. In der letzten Kurve zur Hauptstraße. Komm entgegen. Fährt auch Hauptstraße, schöner Treffer. Ah, leider mich auch. Der Hauptstraße. Hauptstraße Einer Richtung Treppenplatz immer noch unterwegs. Ja, fährt vorbei, fährt weiter Hauptstraße Richtung Osten, sorry. Komm rechts. Ja. Ist er geradeaus oder wo? Ja, ist erstmal weiter. Okay, ja, ist weiter Hauptstraße Richtung Osten unterwegs, wirklich Osten. Fährt jetzt die Kreuzung hoch zur parallel nördlichsten, nördlichsten. Fährt in die parallel nördlichste Richtung nördlichster Sorry. Punkt rein. Dann vorbei, wenn ihr vorbei wollt, Maro. Ist jetzt in dem letzten Knick zur nördlichsten. Jetzt geht's schneller. So, hau rein. Nicht getroffen, leider. Der hat den nördlichsten Punkt. So, jetzt. Ich versuche links, links, links. Da ist eine Kante perfekt eingeparkt. Steht da einer hinter. Stehen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Die Kante war toll. Ja, das war ein geiles Manöver, ja. Schön getroffen. Wirklich, guter Treffer. Also ich würde sagen, das war doch mal so zum Schluss noch mal eine richtig schöne Verfolgung. Ja. Wie viel haben wir? 7. Das gleiche sogar. Dann, ne?
Also, nein, die hatten 8, 9, 10 irgendwie. Die anderen. Die hatten 10, 11. Nee. 10, 11, irgendwie sowas. Ihr seht es eh jetzt oben links eingeblendet. Und irgendwie haben wir uns ganz schön auf den BMW fokussiert. Ab, gut. Ab wie viel Festnahmen ist das Mobbing? War der BMW auch zufällig der die das U gefahren ist? Ja. Okay. Ja. Der BMW ist auch der sich nicht geportet hat. Der BMW, mit dem haben wir viel erlebt. Gibt eine Nachschulung. Und der die Abkürzung nimmt beim Theater. Ja. Erfindet neue Wege. Und damit würde ich sagen, geht die Folge zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Guckt in die Videobeschreibung, da stehen die anderen Sichten drin. Lasst da auch ein Abo da und ein Like. Und von daher würde ich sagen, sind wir raus. Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. Servus.